Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Zivilium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI Airborne Kampagne. Ganz genau, Leute, Mission Primärziel. Und ja, es gibt am Anfang direkt mal was zu sagen hier. Und zwar, ich habe mir einen Guide angeguckt. Und in dem Guide war es tatsächlich so, dass wir am Anfang hier unten diese Flammenwerfer platt machen müssen. Das kann ich euch auch direkt mal... Könnte ich euch eigentlich direkt mal demonstrieren. Aber dazu müssen wir die Mission neu starten. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. So, liebe Leute. Neue Aufnahmesession, neues Wochenende. Los geht's. Und ja, liebe Leute, ganz genau... wir müssen hier den Typen erstmal da stehen lassen. Da oben werden Leute abgemetzelt. Ah, aber nicht so. Aber nicht so. Hier unten die Flammenwerfer. Die müssen wir... Ja, aber nicht so, Leute. Aber nicht so. Man sollte schon ein bisschen langsamer vorangehen, Leute. Und, ja. Wie gesagt, ist Sonntagabend. 8 Uhr und es ist noch schön hell draußen. Das freut mich ja immer, ne? So, bam. Weg damit. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier unten nämlich erstmal die Flammenwerfer platt. Weil ihr seht, die sind auch schon angekratzt. Da kommen noch zwei. Na komm. Genau, sehr gut. Ja, da muss ich jetzt gucken, dass der nicht meine Einheiten platt macht hier. So. Warum kriege ich keine Verstärkung? Eigentlich soll ich noch Verstärkung kriegen. Hallo? Einheit verloren. So. Verstärkungen sind eingetroffen. Jetzt kriege ich hier schon mal Mannequin. Okay, Leute. Ich meine aber, dass wenn ich hier die anderen Einheiten noch platt mache, ja. Ach du Kacke. Dass ich dann tatsächlich einen Panzer kriege. Sind seht ihr das, Leute? Da ist ein Panzer. Sehr schön. Oh mein Gott. Da ist ein Kampfpanzer. So, dann haben wir jetzt eigentlich schon halb gewonnen mit dem Ding hier. Hammer. Ja, den kann ich eigentlich da stehen lassen, oder? Ja, wartet mal. Ich glaube, wenn ich die anderen Einheiten auch noch kalt mache hier... Ich glaube, dann... Kriege ich noch zwei Jeeps oder so? Wartet mal. Ich rette jetzt erstmal den Typen da. Selbstverständlich, genau. Hier war nämlich die Sackgasse, liebe Leute, richtig. Und wir kriegen am Ende richtig viele Einheiten. Und wir müssen tatsächlich hier unten gleich hin. Und ja, mit diesem Kampfpanzer können wir natürlich gleich die Flammenpanzer in Ruhe platt machen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Gut, liebe Leute, aber dann würde ich sagen, speichere ich das schon mal. Mission 5 GDI. Und, boah, scheiße. Ach, raus da. Raus da. Raus da. Und den da unbedingt. So, okay. Kampfpanzer ist halb im Arsch. Beziehungsweise ein Viertel im Arsch, aber... Gut, das passt schon noch. Wie war das jetzt? Hier war, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Wie war das nochmal, Leute? Genau, hier ist eine Sackgasse. Und, ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet hier habt hier beim guten alten Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier hoffentlich den Joe nicht überfahren, sondern, weitergehen, ja, los. Ja, okay. Hier oben war irgendwo nämlich der Flammenpanzer. Diesen Flammenpanzer müssen wir nämlich mit unserem Panzer hier platt machen. Damit wir unsere Einheiten kriegen. Ganz genau, Leute. So, genau, das war ja der hier. So, ich würde sagen, speichere das erstmal. Bevor da irgendwas schief geht. So. So, und drauf da, helft. Los, helft.
Nein, aber nicht in die Flammen reinlaufen, Leute. So. Seht ihr das? Da kriegen wir den Jeep und drei Raketen-Minniken. Ist das nicht toll? So, dann können wir auch mit denen schon weitermachen. Wir haben den ersten Flammenpanzer hier erledigt. Und ja, wir müssen tatsächlich diese Leute da befreien und uns da wirklich durchkämpfen. Aber die Frage ist halt auch... War das hier lang oder war das da oben lang? Ich habe die Karte nämlich schon wieder verdrängt hier. War das hier unten oder da oben, Leute? Ich muss ein bisschen erkunden. Ach, die stylische Mucke. Nimm den Jeep mal und... Aha, okay. Franz, was macht der denn jetzt? Was macht der denn? Was macht der denn? So. Gut, Leute, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ja. Wie gesagt, Leute, Sonntagabend ist Wochenende. Okay. Okay, lieber Not-Typ. Dann müssen wir alle nach hier oben. Okay, dann. Och, aber doch nicht so. Ja, toll. Das war eigentlich schon wieder Mist, was ich da gemacht habe. Oh Mann, ich will dem doch einfach nur helfen, dem Panzer. Das kann doch nicht sein. So. Jetzt helft dem aber mal vernünftig da. Lasst euch nicht von dem Flammenpanzer abballern. Ja, oder... Keine Ahnung. So. Da sind unsere Verstärkungen. Da muss ich direkt nach da oben, ne? Ah, verdammt. Kann ich das überhaupt noch schaffen jetzt? Ich weiß es ja nicht, ne? Schaffe ich das überhaupt noch? Da muss ich jetzt echt mit meinen gepanzerten Einheiten mal gucken. Dass ich da irgendwie reinkomme jetzt gleich. So, da ist der Jeep. So, Leute. Jeep, lass meinen Jeep in Ruhe. So. Der Kampfpanzer. So. Und bam. So, sehr schön. Der Jeep ist weg. Und, da muss ich jetzt gucken. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe jetzt. Weil sonst wird's scheiße schwer. So, Wissenschaftler, raus. Raus da, los. Und ihr auch raus, los. Alle raus. Okay. Gut, die habe ich schon mal rausgeholt. Das ist schon mal gut. What? Okay, Leute. Da hätte ich jetzt auch ein bisschen paar mehr Minniken erwartet. Aber gut. So, dann geht's nämlich hier weiter, Leute. Was? Achten Sie auf das was? Tiberium? Oder was? Keine Ahnung. Ah! Da kommt schon die nächste Panzer. Okay. Die kriegt... Verstärkungen sind eingetroffen. Nuklearsprengkopf abgefeuert. Okay. Okay. Da kommen jetzt noch die... Da, stimmt. Wartet mal, Leute. Nein, was machst du? Ach, der ist doch blöd, ey. Jawohl. Schaffe ich das jetzt noch? Das weiß ich gerade gar nicht, ey. Schaffe ich das jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Die bleiben jetzt natürlich da voll im Weg stehen, ne? Klar. So, bam. Ja, das ist jetzt eine Himmelsfahrtskommando. mit einem Kampfpanzer und fünf Raketenminniken die beiden Flammenpanzer hier aus dem Weg zu räumen. Aber ich glaube, das könnte klappen, wenn ich die hier oben reinziehe und dann... Ja. Und die dann abballer. So.
Ja, mach mal ein bisschen Stress. So. Und dann stellst du dich bitte dahin, genau, und ihr helft dann. Ha! Seht ihr das? Sehr schön. Oh, das war gut. Das war gut. Ha! Okay. Leute, dann bewegt euch bitte alle da hinten hin. So. Leute. Dann haben wir jetzt nämlich noch einen Jeep, den wir hier mit dem wir schön hier ein bisschen erkunden können. Zumindest den Weg. Boah, das lief doch gut gerade, ey. Muss ich sagen. So, dann kommt ihr bitte hier hoch. Der Kampfpanzer lebt auch noch. Oh, oh Gott. Ach, das war nur der. Ach, okay. Bam. Mach den weg. So, wir müssen, glaube ich, hier unten lang, oder? Nein. Verdammt. Ja, gut. Und dann habe ich jetzt noch meinen Fußtrupp und den Panzer da. So, weil wir müssen nämlich tatsächlich hier unten hin, dann kriegen wir nämlich einen Hubschrauber. Und mit dem Hubschrauber können wir dann einen von den Wissenschaftlern rausbringen. Und dann haben wir die Mission geschafft. So, aber jetzt ist dann die Frage irgendwie, heil der Ankommende unten. Ne? So, wir haben noch 4 Raketenminigen. Das ist sehr gut für gegnerische Gummipanzer, die da unten noch auf uns warten. Und, hier ist eine Sackgasse, ne? Hier ist eine Sackgasse. Verdammt. Ja, weil der nächste Bereich, der wird nochmal anstrengend, liebe Leute. Weil wir da ja tatsächlich dann noch gegen einige Einheiten kämpfen müssen gleich. Ich meine, das wird jetzt sehr höchst interessant. Ich frage mich zwar, wie man das mit diesen paar Einheiten machen soll. Aber, so, weg mit dem. So. Mit dem Kampfpanzer muss ich vorsichtig agieren, weil den brauche ich ganz dringend noch. So. Und, ja, dann würde ich sagen, was kommt da angefahren? Ich habe da was gesehen. Ach so, nee, das sind nur Minikön. Ja, gut. Das geht. Das geht. Und, ja. Leute, dann freue ich das. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Command & Conquer Remaster. Und, ja, jetzt hoffentlich durchkommen, weil weit ist das nicht mehr jetzt. In Ordnung. Weit ist das jetzt echt nicht mehr. Ein Stein, geht mal dahin, Leute. Und, wartet mal, waren hier nicht noch Panzer und so, die da auf uns warten hier unten? Ich glaube schon, da warten noch Panzer auf uns. Weil diese Leute hier brauche ich nämlich für Manneken. Genau dafür. Genau dafür brauche ich die. So, Leute. Sehr schön. Und irgendwie müssen wir... Ach du Scheiße, seht ihr das? Da ist nämlich noch ein Tarnpanzer unterwegs. Und das wird sau schwer gleich. Mit Manneken, die schon halb kaputt sind und... Naja. Müssen wir mal gucken, dass wir einen hier hinkriegen. Muss ich gleich echt mal gucken. Ob wir das irgendwie... Aha, seht ihr das? Da ist der Gummipanzer. So. Der ist aber auch schon halb kaputt. Das heißt... Können mit den Raketen-Minikön den easy platt machen. So, bam. Sehr schön. Und mit dem hier weiter erkunden. Und, hoffe ich mal, dass wir das jetzt gleich überleben. Oh Gott. Ja, Flammenpanzer. Flammenpanzer ist da noch. Oh Gott, das ist jetzt aber mies, ey. Okay. Gut, alles klar, der Panzer ist zwar weg, aber wir haben den Flammenpanzer erledigt. Aber wir haben den Flammenpanzer erledigt, Leute. Bam, okay, sehr gut. Kommt hier noch was? Noch irgendwas, wo wir jetzt noch Manneken für bräuchten? Tatsächlich, ein Flammenwerfer.
wie soll ich das denn jetzt machen, Leute? Lustig, wartet mal, ich speichere das mal. Mission 5 GDI 2. So. 4 Raketenmanniken. Gegen einen Flammenwerfer. Schaffen die das? Schaffen die das? Nee, das schaffen die nicht. Die brauchen zu lange. Ja, die brauchen zu lange. Mission 5 GDI 2. Zum Glück habe ich das vorher abgespeichert. Weil irgendwie muss das funktionieren. Jawohl, Sir. Ja, da ist ja auch ein Jeep und der ballert die halt weg. Na, das ist... Jawohl, dieser Flammenwerfer, das gibt's doch nicht, Leute. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Schon dabei. Boah, der schießt einmal. Der schießt einmal und sind alle Männchen direkt weg. Oh, und der Timer ist oben wieder. Wartet mal, wie lange spielen wir denn schon? Ich glaube 15 Minuten, ne? 10. So. Gut. Wie soll ich das machen, Leute? Wie soll ich das machen? Ja, so nicht. So nicht. Ja, das ist der Scheiß, ey. Der schießt einmal. Wartet mal. Schaffe ich das überhaupt mit den Vieren? Keine Ahnung, ey. Jawohl, schon dabei. Sofort, Sir. Speicher dann nochmal, komm. Mission 5 GDI 2. So, schaffe ich das? Sofort, Sir. Nee. Keine Chance, Leute. Wobei vielleicht. Nee. Der macht alle kalt. Ich will es aber jetzt nicht nochmal von vorne machen. Der ist auch so schnell! Der Penner ist auch so schnell, Leute. Ach, Mann. Irgendwie muss ich den kaputt kriegen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Brech auf. Jawohl, Sir. So vielleicht. Oh, das ist eine gute Taktik. Das ist gut. Oh. Oh, sehr schön. Speichern. Mission 5 GDI 2. So. Puh, geschafft. Den Flammenwerfer habe ich aus dem Weg geräumt, Leute. So. Was kommt denn hier jetzt noch? Der Jeep da unten, ne? Der Jeep. Aber den kriegen wir doch. Oh, der fährt immer weg, ne? Aber, Leute, Schritt für Schritt bewegen wir uns jetzt hier auf das Ziel zu. So, und schieß auf diesen Jeep. Los. Nach diesem Jeep kalt. Der fährt immer... Der bewegt sich, ne? Das ist das Problem. Der bewegt sich. Der bewegt sich ganz schön gewieft hier, ey. Ja, wobei während... Ja, schieß drauf, komm. Nicht, aber nicht nur zwei. Verdammt. Aber wir haben es gleich, Leute, wir haben es gleich. Ach so, jetzt aber mit Act of Instinct. Jetzt aber mit Act of Instinct muss das klappen. So. Ja, war eher noch ein schlechterer. Scheiße, Mann. Ach, Leute. Wir müssen es auch hinkriegen, mit drei Raketenmänniken einen Jeep wegzukriegen. Müssen wir da irgendwie schaffen, Mann. Ah, das ist aber auch, weil die sich manchmal aufteilen. So, da ist er. Ja, komm hoch. Komm. Nicht nur einer. Warum verweigern manchmal die Leute den Befehl? Was soll das? Was soll der Kack? Die Leute verweigern einfach den Befehl. So, jetzt schieß doch. Nee.
Irgendwie keine Chance gerade. Das ist, weil die zu dumm sind, um diesen scheiß Jeep da platt zu machen. Es sind drei Raketenminigen. Das muss doch passen. Jetzt mach den kaputt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Das gibt's doch gerade echt nicht. Wie lange hänge ich jetzt hier mit drei Raketenminigen an einem Jeep, der da immer hin und her fährt? Ach, Leute. Speichern. GDI 2. So. Wie soll ich das machen? Und wieder nur zwei. Wieder nur zwei. Alle bitte. Alle bitte. So, jetzt aber. Oh. Jetzt kommt da natürlich noch so ein dummer Schütze raus. Jetzt kommt da natürlich noch so ein dummer Schütze raus. Ja, 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 ja. Selbstverständlich. Aber ich glaube, dass. Obwohl. Nee, kommt. Spiel laden. Kommt da natürlich noch so ein dummer Schütze raus und der knallt mich dann weg. Hallo. Oh Mann, ey. So. Ja, ihr bewegt euch mal bitte hier runter. So. Und jetzt bitte, bitte alle auf den. So. Ah, sehr gut. Sehr gut. Speichern. Mission 5 GDI 2. Oh mein Gott. So, dann geht ihr jetzt bitte hier hin. Und dann kriegen wir einen Hubschrauber. Ha! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Was? Was zur? Was? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Um Gottes Willen. Ey, Leute. Mach mir keine Angst. Jag mir keine Angst ein. So. Geh rein, los. Ha! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wo kommt der denn auf einmal her? Aber wir haben's. Das war's. Jawohl, auf. Hä? Bestätigt. Oh, nein. Jetzt habe ich... Auf. Nein, oder? Och, den hätte ich jetzt nicht... Jawohl, Scheiß. Oh mein Gott. Den hätte ich jetzt nicht... steuern brauchen. Ah, okay. Ich verstehe schon. So. Kommt jetzt gleich der Scheiß... Ja, okay. Aber... Hubschrauber, da bist du. So. Flieg doch hier oben hin. Lass dich doch nicht abknallen. Och, wie dumm diese Einheiten manchmal sind, ey. Unfassbar. So, jetzt steuere ich den aber nicht mehr. So, das muss doch jetzt reichen. Ist aber auch blöd gemacht, ne, dass man den dann noch steuern kann. Aber jetzt, das war's. Das war's. Oh mein Gott, wir haben die Scheißmission hinter uns gebracht, ey. Wie geil. Okay, Leute, das war aber auch wieder ein Hexenwerk. Das war echt ein Hexenwerk, Leute, muss ich sagen. Alles nur für den GDI-Adler. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, haben wir die Mission geschafft. Wir haben nochmal eine Bonusgalerie. Würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Und dann mache ich auch schon die Folge zu Ende, weil... Bitte niemand in die Kamera gucken. Werbefoto. Ah ne, das hier war neu, genau. Bill, Porträt eines kostümierten Soldaten. Bill Randolph, Programmierer. Verkleidet als C&C-Soldat. Bill besaß einen absurd großen Kombi, in dem 10 Leute zusammen zum Mittagessen fahren konnten. Das Auto wurde liebevoll der Sammler genannt. Cooler Typ. Daher also wahrscheinlich die Form der Sammler im Alarmstufe Rot. Die sahen auch so riesig aus. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche mit der nächsten Mission hier weiter. Es sind echt nur noch 2 Missionen. Glückes Schmied. Und ja, dann haben wir die Mission jetzt geschafft. Und dann würde ich mal sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag.
Ne? Tschüss.